Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Last Day on Earth. Und wir befinden uns hier nach wie vor in der Beta 1.6.6. Heute ist der 3. November, das heißt Freitag. Also nicht wundern, wenn das hier später online geht. Was wir machen, ist aktuell hier schnell mal zwei Kisten öffnen: ein Katana und eine Pistole. Das ist schon mal ganz gut. Die Pistole lassen wir aber hier, die brauchen wir nicht. Und das Katana tauschen wir eigentlich gegen hier so eine Dinger. So, dann zeige ich euch nochmal den Update vom Stromgenerator. Das heißt, mir fehlt noch ein Motorteil und drei Schraubenschlüssel. Ich hoffe, dass ich die heute hier noch finde. Ich habe noch schnell so ein Video geguckt, damit man hier mehr Funkchance erhöht auf Motorenteile. Und dann hoffe ich, mir fehlen noch zwei rote Tickets, um die rote Kiste erneut zu öffnen, und ich glaube sechs oder sieben gelbe Tickets, um auch die öffnen zu können. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in den Bunker, gucken uns die Ebene 1 nochmal an. Ich glaube, die hatte ich jetzt nicht durch. Jetzt hatten wir mit der letzten Folge über die Ebene 2 so ein bisschen oder so grob motorisch, das haben wir erledigt. Dann gehen wir jetzt in die erste Ebene oder in die, also eigentlich war es ja Ebene 3. Jetzt geht es in Ebene 2 und dann gucken wir, ob wir hier noch genug Tickets finden, um die schnell einlösen zu können. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. So, wir haben nämlich eine Kiste hier schon aufgemacht. Und da waren ja mittlerweile auch ein paar Sachen drin. Wenn man also merkt, okay, wir haben keine Heilung mehr oder so, kann man hier durchaus nochmal rangehen. Gut, Ebene 1, dazu nehmen wir aktuell das Katana. Ach, dann nicht das Katana, die Machete, und dann rein in die zweite Ebene. So, der Schmelzofen soll ganz viele Materialien verschlingen. Der Thomas hat nämlich schon das Ding gebaut. Er hat auch schon den Generator fertig, aber ihm fehlt natürlich auch den Shopper-Tank. Und dadurch kommt auch er nicht weiter, wie so viele andere wahrscheinlich auch, die einfach dieser blöde Tank fehlt. So, ein gelbes Ticket, das ist auch schon mal sehr gut. So, wir gehen hier rein und nehmen hoch. Wir gehen hier rein und nehmen uns als nächstes den rumstreunenden Dicken hier vor uns vor, der hier gerade in der Karte hochkommt. Der dreht sich gleich wieder um, also wie immer. Schaden zu verursachen durch aus der Schleichweg. So. Hier haben beide nichts fallen lassen, das war jetzt nicht so schön, aber müssen wir mit leben. Also grüne Tickets gibt es hier wie Sand am Meer, das ist tatsächlich echt ein Ding. So, wir
wechseln wir mal hier um. Den erledigen wir nämlich auch so wie immer. Der Vorhang ist nicht immer der gleiche. Wir müssen 100 Mal in diesen Bunker rennen, um das hier irgendwie. So, ist ja schön, dass man hier auch gleich so viel Alarm macht, dass die hier nicht mal irgendwie das sehen hier nicht mal irgendwie, also dass man sich da anschleichen kann, das ist ja so, okay. Ach, jetzt habe ich auch noch die Dicken da aktiviert. Nichts fallen, das ist wirklich erschreckend. Ja, auch hier, das ist wirklich, ich weiß nicht, was da los ist. Nee, auch der nix. Muss man ja nicht, kann man ja auch. Muss man ja nicht, wie gesagt, das ist Quatsch, wenn man das hier. Nehmen wir mal erstmal nicht mit. So, jetzt brauchen wir eigentlich wieder das Ding hier. Schleichen wir uns mal hier an dem Turm vorbei. Krallen uns hier den Dicken. So. Also es ist auch hier, ja, diese dicken. Die nerven eigentlich am meisten, aber wenn die schon gar nichts fallen lassen, das ist nur so schlimm. Also ich weiß ja auch nicht, was hier so Phase ist. Ja, meine Rüstung ist auch bald hin. Zumindest mal ein gelbes Ticket, das ist ja schon mal viel wert. Bolzen, toll. Oh, wenigstens eine Pistole. Das ist ja alles. Das ist okay. So, grüne Tickets gibt es auch wie Sand am Meer. Ich weiß gar nicht, wo die alle. Also, da kann ich ja hunderte Kisten von aufmachen, aber da findet man eben auch immer nie was drin, oder? Das ist das Problem. Das ist genau das, wollte ich nicht nehmen. So. Jetzt brauchen wir gleich wieder den Schaufel.
Es ist immer. Naja, Stealth-Modus, um eben so viel wie möglich Schaden zu erreichen hier und die Leute da. Knapper denn je. So, jetzt haben wir aber zumindest ein bisschen was zum Anziehen hier noch. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen. Und dann gucken wir mal erstmal schnell nochmal hier, ob wir hier irgendwas Brauchbares finden. Wie gesagt, wir brauchen noch zwei rote Tickets. Es wird ja wohl möglich sein, dass hier einer von diesen Dicken da noch ein rotes Ticket hat. Ist da wohl nicht normal hier. Hm? Ja, grün. Und gelb, gelb ist okay. So. So, der ist down, ein rotes Ticket, ja, komm, du auch. Ja, oh, ein gelbes. Naja, gut. So, okay, gelb können wir öffnen. Jetzt wird wirklich so ein rotes Ticket und dann können wir bei der Truhe nochmal öffnen. Und dann ist da bitte der Shoppertank drin. Das ist doch alles fürchterlich. So. Der wütende Riese steht schon parat, da brauchen wir also so direkt erstmal nicht rein. Ja, sehr gut. So, das ist aber echt, was wir erreichen wollten. Die anderen lassen wir doch mal jetzt einfach rum. Und dann gucken wir mal, ob wir hier mehr Glück haben diesmal. So, okay. Eine Dusche macht Sinn, das ist richtig. Das ist mir jetzt aber auch egal. Ab nach oben. So, okay. Wir öffnen die gelbe Truhe. Zack. Komm her und wir öffnen auch die rote Truhe schon mal. Zack. So. Wahnsinnsausbeute, muss man sagen. Wahnsinnsausbeute. Es ist zum Kotzen. Und hier. Es ist die Schoppergabel. Oh, 100.000 Pistolen. Aber nichts Brauchbares. Weder ein Schraubenschlüssel noch was weiß ich. Es nervt. Es ist wirklich sowas von nervig. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich sowas von nervig, also ganz ehrlich.
Auch hier nichts Brauchbares groß drin. Hier, klar, diese Teile sind alles toll und schön, aber auch Klamotten, klar, keine Frage, ziehe ich gerne an. Das ist kein Thema, aber wie gesagt, der Rest ist lächerlich, ist das. Gut, wir nehmen mal erstmal alle möglichen Sachen mit, die wir hier so finden. Und bringen den Sheet dann einfach nur. Sehr viel gebracht. Ist dann eben einfach so, die Sache muss ich noch saven, das macht nichts. Aber dann war es das Ende. Wir gucken mal noch schnell, ob es vielleicht noch ein cooles Event gibt. Müssen wir mal gucken, ob wir noch was austauschen könnten. Ja. Dann gehen wir schnell nochmal. Ja, nee, wir gehen jetzt nicht hin. Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö, tschö.